Bumm, ja, das zieht mir was ab, ich weiß. Es ist die Attacke sehr effektiv, ja. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt wirklich mal ernst nehmen. Nach einer halben Stunde Aufnahme sollten wir es dann doch mal ernst nehmen. Ach, scheiß drauf, das wird sowieso nicht mehr. Allerhöchstens für 5 Minuten. Eben. So, jetzt muss ich mal speichern. Auch wenn es nichts bringt, ich speichere nicht. So. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welche Verschwendung für einen Schwächling wie dich? Hast du Kapitel von den Speichern? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Ja, bla 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 bla. Zeig dir meinen Bettstab. Oh, kriege ich deinen Stift? Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, Kanimani! Oh, wie süß! Oh, aber nee, ich bin Level 10. Hahaha, du kannst nix. One-Hit-Kill-Attack. Toll, es schlug fehl. Volltreffer. Jetzt setz mich und Wolke mal ein. Ich bin Egoist, Atze. Ach ja. Damdaram wurde besiegt. Deswegen ist Kuba dein Sieg. Besiegt. RTL? Nenn ihn RTL. Nenn ihn RTL. Nenn ihn RTL. Komm, wir hatten das mit RTL im ersten Video schon, ne? Ich meine, ich werde da jetzt, wenn die Leute sagen, sie wollen da nochmal RTL oder Sat1 oder sonst irgendwas stehen haben, dann werde ich natürlich in die nächsten Videos auch einfügen wieder. Aber bislang ist das erstmal nur ein Gag gewesen. Ja? Ein Gag. Ich will RTL leiden sehen. Welche Aktion ich ja geil fand, war die Aktion von Spieletipps. Spieletipps hat das so gemacht, die haben ein Video dazu gemacht, zu RTL, dieser Gamer, und haben gesagt, pass auf, schönen Waldlauf, ja, und das verschwitzte T-Shirt bitte an RTL schicken. Oh, geil. Ist die Adresse? Hatten sie in ihr Video eingefügt? Ich glaube, das Video gibt's sogar noch auf spieletipps.de. Ja, nicht nur auf Spieletipps. Bisher haben sie ja, die haben ja da gesagt, die sollen das Video kopieren, da es wahrscheinlich gelöscht wird. Ja, ich wollte es eigentlich hochladen. Nur bin ich dazu nie gekommen, weil meine Festplatte abgeraucht ist. So. Ich habe da auch ein T-Shirt hingeschickt. Wie verschwitzt weiß? Reicht dir ein 5-Kilometer-Lauf mal 2 Tage? Wie, welche Farbe hatte es vorher, welche nachher? Vorher hatte es weiß, danach war, naja, nachher war es schwarz. Okay, das reicht. Und es war schön. Oh, also ich glaube, 3 Flaschen Axe hätten gereicht, um das Ganze wieder zu neutralisieren. 3 Flaschen Axe? Nur? Ja, aber diese großen Flaschen Axe, ne? Oder Dosen. So, wollen wir noch mal gucken, was unser Jutta Linz, Lind zu sagen hat. Was unsere gute Lind zu sagen hat. Ja, ich werde, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe vom Präsidenten eine Information erhalten, bei dem die Handelsjung bei einem jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ja, hat er. Sein Name war... Sat1. Moment, ist er da? So. Sein Name war so Frog. Danke, dass du mir eben schon geholfen hast. Fick dich. Dann helfen wir ihn auch abgespannt. Ein Postbote. Ja, ne? Ja, Rätsel. Oh, da müssen wir. Oh, was ist ein Rätsel? Oh, da müssen wir einmal zurückspringen. Ja. Ich könnte mal aus meinem Psychologiebuch ein bisschen was vorlesen. Ja, mach mal. Ah, soll ich machen? Ja. Komm ich jetzt gerade nicht dran. Ja, dann streck dich. Toller Sack.
Soll mich strecken? Nee, danke. So, was gibst du mir jetzt, Atze? Du gibst mir jetzt... Pokéball! Ja, ist doch jetzt gut. Ja, ich weiß es! Geh mir aus dem Weg, du Arsch. Echt mal. So, jetzt kriegen wir gleich ein Tutorial angeboten. Angeboten oder kannst du es auch weglegen? Hä? Ein Angebot kann ich immer ablehnen. Nein, du kriegst ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Also wenn du mir ein Angebot machst, kann ich es auf jeden Fall ausschlagen. Ablehnen. Guck mal, ein wildes Hut. Ein wilder Hut. Hut. Ich hab einen Hut, ich bin Hutträger, ja? Also sag mal nix. Ja, nimmst du zwei Hüte, hältst du sie neben deinen Kopf. Ich hab Hut. Du bist so doof, ey. Ah, Gott. Was hast du erwartet, ehrlich jetzt? Keine sinnvollen Kommentare. Eben. Niveau gleich null? Ja, komm, wir haben schon über Sex geredet jetzt in diesem Video. Also in diesen Videos. Videos. Oh. Du sollst jetzt hier keinen Fappen. Mensch. Fappt er sich einfach hier, ey? Ein... Ach, scheiß drauf. Dam 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 dam. Das Video hat eh nicht viel an Niveau verloren, denn es hatte es nicht viel. Schon vorher. Kein Wunder, wenn du dabei bist. Ja, was hast du erwartet? Keinen sinnvollen Frosch. Also ich hab Failing erwartet. Ich wurde enttäuscht. Ausnahmsweise wurdest du mal enttäuscht, weil du dabei bist. Das ist, ergab zwar keinen Sinn, aber... es ist halt so einfach. Sie ist einfach ein, es ist halt so. No sense. Typisch ich? Doof. Seit 18 Jahren. Gebe ich sogar zu, seit 18 Jahren. Doof, seit 18 Jahren und stolz drauf. So, ja, jetzt beginnen erstmal die fettesten Trainerkämpfe aller Zeiten. Du bist schwach aus, lass uns kämpfen. Okay, Frog, da würdest du in einer Sekunde verlieren. Echt, das sieht genauso aus. Radfratz auf Level 4, wie süß! Komm, Nini, Schatzi, Hasi, Mausi, das schlägst du. Sorry, Kiwi, oh, aber... Tackle! Tackle! Sorry, Kiwi, aber... Grund, Tackle! So. Ist ja schön, wir sind jetzt auch ein bisschen Pokémon-Trainer. Ja. Komm, Vogelkämpfer, jetzt hier. Ich hasse dich. Nicht. Nein, du bist gar kein Vogelkämpfer, du bist ein Teenager. Burkhardt. Okay, er ist ein Vogelkämpfer. Hey, die Eltern der Pokémon-Trainer von Pokémon müssen ihre Kinder wirklich gehasst haben. Oh, kein Wunder, dass deine Eltern nicht dann hassen. Bin ich ein Pokémon-Trainer im Arsch? In deiner Fantasie schon immer gewesen, oder? Ja, schon klar, ne? So wie... Ich kenne doch deine Fantasie, Mensch. Die teilst du mir doch jede Nacht mit. Oh ja, genau. Dann probierst du die aus. Bitte? Oh Gott.
Kannst halt nichts dafür, wenn deine Eltern dich hassen, Mensch. Es ist halt so. Ja. Du bist deine genaue Ansprechpartner. Ich habe endlich einen Leidensgenossen gefunden. Meine Eltern lieben mich! Seit wann? Seit jetzt! Mama, liebst du mich? Nein. Mama! Liebst du mich? Nee, nee, wieso ging deine Attacke daneben? Das hat jetzt gepasst. Ja, komm, Robby, Robby! Da, 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 wir sind Level 12. Sind. Oh, ich hätte eine Glut! Oh, ich hätte eine Glut! Ich glute auch manchmal. Glute oder Blute? Glute. Das verstehst du nicht. Das ist cool. Das verstehst du nicht, das ist dir zu hoch. Ja. Du musst mir jetzt zustimmen. Ja, was denn? Oh. Hallo Mama. Nein, wieso soll ich dir... Nein! Ach, scheiße. Egal. Schicke ich Hyper zu der Eulen und dann ist gut. Dann ist er glücklich, kann mir ab und zu mal einen Trank oder so kaufen, dann ist gut. Oh, Nebulak! Ich will das Nebulak haben. Wieso treffe ich eigentlich Nebulak in freier Wildbahn? Weil das Nebulak sich verlaufen hat. Ah, oh, ficken, es hat ja keine Wirkung. Oh, nö, komm. Wie ich mich kenne, habe ich natürlich keinen Aufwecker dabei. Ja, ich wusste es. Wahrscheinlich nicht so, ne? Ich wusste es, ich wusste es. Komm, Tackle. Ah, schön ist das doch. Komm hier. Ja, das geht doch. Das ja, Mini ist aufgewacht. Schön ist das glatt. Nein, nein! Oh. Nein, doch. Oh. Aber wie kann man eigentlich feststellen, ob ein Geist weiblich oder männlich ist? Indem man... Gute Frage eigentlich, ne? Wie kann ich jetzt beim Nebulak oder beim Apollo feststellen, ob's weiblich oder männlich ist? Ja, das wüsste ich auch gerne. Vielleicht so ein Geisterpenis oder so. Aber du musst dich da wohl auskennen, ne? Nein, da musst du Ghost fragen. Gute Frage! Frag ich gleich mal. Dann frage ich gleich mal. Ja. Los, Nini! Das musste jetzt mal sein. Du schaffst das. Nee, du schaffst das! Nicht! Ach man, du hast es doch geschafft! Nee, du schaffst auch nicht. Los, Raupi! Raupi! Do it! Do it, Raupi! I know you can do it! Ich hab so viel Herzblut in dich eingesteckt, du Scheißteil! Wie kann ich mir einen Raupi auf Level 2 nehmen? Ja, so weit gehen, wenn ich schon auf Level 12 bin und er mit seinem Level 2 Raupi da sein. Das war jetzt vom Sinn her völlig falsch, aber wie kann er ein Level 2 Raupi gegen einen Level 12 Nini antreten lassen? Sag es mir! Nini ist einfach zu imba. So, komm mir nicht mit dem Wort imba. Wann wollt ihr nochmal kommen? Um 12? Ja, stimmt, ja, hat sich mir ja gesimst. Aha. Hast du gesimst? Mhm. Muss ich da irgendwas befürchten um ihren Freund? Ja. Du Sau. Alter. Nein.